Vor 10 Jahren haben wir ein neues Forschungsgebiet ins Leben gerufen, kognitive Interaktionstechnologie. Worum geht es dabei? Nun, mitdenkende Technik zu schaffen. Technik, die versteht, was ein Mensch will, die lernt und die sich auf Gewohnheiten und Erwartungen ihrer Nutzer einstellt in einer Art und Weise, wie wir das von künstlichen kognitiven Systemen erwarten. Das SciTech ist ein sehr, sehr positives Beispiel für interdisziplinäre Forschung. Diese interdisziplinäre Forschung, das Betrachten von Fragestellungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, ist ja schon seit der Gründung der Universität Bielefeld unser zentrales Merkmal. Und insofern setzt SciTech dieses zentrale Merkmal in sehr produktive Forschung um und ist hoch angesehen auf seinem Gebiet. Ein Forschungsschwerpunkt von SciTech ist die soziale Robotik und damit sind wir, glaube ich, in einer Vorreiterrolle in Deutschland, weil wir daran forschen, dass Roboter nicht nur funktionieren, sondern dass man auch mit ihnen kommunizieren kann, anstatt sie einfach nur zu programmieren. 10 Jahre SciTech bedeutet auch 10 Jahre Zentrallabor und das war eine spannende Geschichte von der ersten Idee, immer wieder Demonstrationen zu schaffen, Synergien zu nutzen und haben dann auch geschaut, wie können wir das in der Umgebung belebbar machen und haben hier das Glück gehabt, mit in den genetischen Code des SciTech-Gebäudes dieses Konzept mit reinzuschreiben und haben dort fantastische Möglichkeiten, nun immer komplexere Systeme zu bauen und die Forschung voranzutreiben. SciTech hat sich von Anfang an sehr dynamisch entwickelt. Es kamen neue Forschungsgruppen dazu, neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden eingestellt. Für sie musste sehr schnell zusätzlicher Raum geschaffen werden, Raum für Büros und Labore, und diese auch dann eingerichtet werden. Unsere wichtigste Aufgabe war von Anfang an, beste Infrastruktur und Services für unsere Leute zu schaffen. Und es ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, wenn man sieht, was nach 10 Jahren hier am Standort SciTech an der Uni Bielefeld entstanden ist. So I think that one of the main strengths of SciTech is interdisciplinarity. It provides a space for researchers from different fields to connect and to establish cooperations. And especially for PhD students, the graduate school is central in this. They organize activities such as the retreat or the colloquium, where we can really listen to one another and make our voices heard. Especially important for me was the SciTech Summer School, in which we get the opportunity not only to talk to students from all over the world, but also to listen and to discuss with the topmost experts in many different fields and to get their insights and, well, opinions. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von SciTech war, dass eine Graduiertenschule im Zentrum eines Exzellenzclusters gegründet wurde und dort zu einem Motor für Innovationen und einem Ort der Nachwuchsförderung geworden ist. Wir haben im Zeitraum von SciTech 150 Promotionen abgeschlossen und das hat mit weiteren Postdocs dazu geführt, dass heute ein Netzwerk von 250 Alumni entstanden ist, die miteinander kooperieren und den Gedanken von SciTech, nämlich eine menschennahe Technik zu produzieren, weitertragen. Technikakzeptanz ist ein wichtiges Thema hier am SciTech und nicht nur aus psychologischer Perspektive ist es wichtig zu erforschen, wie Menschen neue Technologien wahrnehmen, damit sie gerne mit diesen interagieren. Dies hat natürlich auch wichtige ethische Implikationen. Das SciTech hat sich zu einem wichtigen Impulsgeber für Innovation in unserer Region Ostwestfalen-Lippe entwickelt. Das zeigt sich insbesondere darin, dass wir an allen großen Digitalisierungsprojekten zu den Themen Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 maßgeblich beteiligt sind. Wie zum Beispiel am Spitzencluster ITS-OWL. Also eine Besonderheit von SciTech aus meiner Sicht ist, dass hier sehr viele verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Speziell in der Biologie gibt es schon seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit von Neurobiologen und Informatikern. Das hat in der ersten Förderperiode unter anderem dazu geführt, dass wir ein EU-Projekt eingeworben haben, in dem ein insektenähnlicher Roboter gebaut wurde. Und das wiederum hat einfach den Kontakt zu verschiedenen internationalen Institutionen, gerade in Europa, befördert. SciTech fühlt sich dem Ziel einer offenen Wissenschaft verpflichtet.
Das bedeutet, dass wir unsere Forschungsergebnisse so veröffentlichen wollen, dass sie transparent, nachvollziehbar und natürlich auch widerlegbar sind. Insbesondere stellen wir uns der Herausforderung, dass andere Forscher Zugriff auf unsere Forschungsumgebung und Plattform haben, um eine hohe Transparenz herzustellen. Intelligente Roboter, mitdenkende Wohnungen, autonome Fahrzeuge, all diese Technologien sind jetzt schon dabei, unsere Gesellschaft tiefgreifend zu verändern. Sie helfen uns, Zukunftsfragen zu lösen, wie etwa die demografische Herausforderung oder mit der Umwelt besser umzugehen. Sie werfen aber auch ethische Fragen auf, sie werfen rechtliche Fragen auf, sie verändern die Art unserer Arbeitswelt, wie wir lernen, wie wir leben. Zu all diesen Fragen müssen wir über die Technologie hinausblicken, zusammen mit den anderen Disziplinen interdisziplinär forschen und arbeiten, um sicherzustellen, dass all diese Technologien unsere Zukunft von morgen für den Menschen positiv prägen.